Liebe Freunde, willkommen zurück zu Super Mario 64 Last Impact. Beim letzten Mal haben wir mit dem ersten Kurs angefangen und damit machen wir jetzt auch erstmal weiter. Flotty 8 Coins ist das nächste Ziel unserer Reise und ich glaube, es handelt sich hierbei um den 8 rote Münzenstern. Und wisst ihr was noch? Ich, Redonskai, aka Wikipedia Tendo LP, aka der Typ, der in Super Mario 64 alle Schilder durchliest, werde effizient arbeiten. Wie nie zuvor. Ich werde den 8 rote Münzenstern mit den 100 gelben Münzen kombinieren. Denn das ist, wie gesagt, nicht nur ja, effizient, sondern auch noch zeitsparend. Und das, ich sag mal ganz ehrlich, ist doch in aller unserer Interesse. Jawohl. Ja. Wobei ich sagen muss, ne, die 8 roten Münzen, die sind extrem. Hallo, was machst du da? Du kannst nicht vor mir wegrennen. Wo ist der Typ jetzt? Hallo? Da bist du ja. Wo bin ich stehen geblieben? Nee, Freunde. Die 8 roten Münzen, die sind extrem nah beieinander, kann das sein? Sieht erstmal einfach aus, ob es das auch ist, ja? Das werden wir heute rausfinden. Ich glaube, es wird so einfach wie nie zuvor sein. Ja. Das kann ich euch sagen. Besonders, wir haben einfach schon so viele Münzen gesammelt. Nicht mal eine Minute im Level und guckt euch das mal an. Also ich bin wirklich wieder beeindruckt von mir selber. So Arroganz Tendo muss ich jetzt doch noch sein, ja? Ihr wisst Bescheid. Sehr schön. Hm. War hier oben noch irgendwo was? Also hier war ja nichts mehr, weil wir da schon alles soweit geklärt haben. Aber befindet sich hier oben noch was? Das war doch nur der... Ich guck trotzdem nochmal nach. Ich glaube, das war nur der Weg zu den... zu den Blüten, die uns zum einen Stern gebracht haben im letzten Part. Falls ihr euch erinnern tutet. Ja. Ah, guck mal an. Hier sind doch noch Münzen. Richtig cool. Ich wusste es! Ich weiß nämlich alles. So, wir können aber direkt von hier runtergehen, weil hier nichts mehr sein wird. Das kann ich euch sagen. Jawohl. Ja, aber guckt euch mal die Münzen an. Selbst die sind umdekoriert und umgestaltet. Ne? Jede Münze sieht hier anders aus. Ich glaube, der Stern hat noch sein... Los jetzt! Ich glaube, der Stern an sich sieht noch genau gleich aus, aber diese... Diese Texturen von den Münzen, die sehen für mich so ein bisschen aus wie diese DK-Münzen aus Donkey Kong 64. Jawohl. Wie viele Münzen haben wir jetzt? 58, okay. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Hey, was soll das denn? Das hast du davon. So. Ich habe jetzt aber wirklich, ehrlich gesagt, keinen Bock, jeden von denen so manuell auf... in den Treibsand zu bringen. Da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da machen wir es uns doch einfach und holen uns die Münzen, die hier, naja, verteilt sind. Jawohl. Ja. Es gab zwar gegen Ende des letzten Parts, gab es zwar so eine kleine Sequenz von wegen Peach und sowas, ne? Also da war so eine kurze Einblendung auf Peach, aber, liebe Freunde, was ist relevanter? Die Sterne zu sammeln, um unsere Power wieder zurückzuholen oder mit Peach sprechen? Jetzt mal ganz ehrlich. Butter bei die Fische. Ja? Wir müssen keine 3 Sekunden überlegen, was denn relevanter ist. Ja? Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Peach irrelevant ist, aber naja, ich sag mal so viel, ja. Man muss trotzdem Prioritäten setzen und die liegen bei mir jetzt ganz klar in den Münzen, in den Sternen. So muss das sein. So, wir können eigentlich bei 84 Münzen schon hochgehen, weil, naja. 8 rote Münzen sind ja quasi immer zwei, also rote Münzen sind ja immer 2 wert. Und von daher gesehen können wir uns jetzt auch schön lecker, ich sag mal. Oh nein. Können wir uns jetzt auch schön lecker, ich sag mal, die roten Münzen generisieren. Wie komme ich jetzt hier hoch, ist die Frage des Tages. Gibt es hier irgendwo einen Weg? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Aha. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das vorgesehen ist, aber ist mir doch egal. Hauptsache, wir kommen da schnell hoch. Oh, mach doch den Wandsprung, bitteschön. Mach den Wandsprung mit. Sehr schön. So. Ging aber easy, ne? Ging easy und fix. Gefällt mir. Kann die ruhig immer so sein. Jawohl. Jetzt bloß hier nicht runterfallen, das wäre nämlich ein bisschen... Oh Gott. Okay, nicht jede rote Münze ist da oben. Sondern auch da unten. Und ich bin extra nur runtergesprungen, um die zu holen. Oh, klare Sache. Hm. Vor allen Dingen, Kai. Labe doch nicht!
Schweine labern auch nicht. Das ist Nummer 1. Ich bin Nummer 1. Und ich Nummer 2. Komm mit 100 Joghurt oder 100 Münzen. Und verbrenne dein Dorf. Ja. So ungefähr. So. Jetzt nochmal für ganz Beschränkte. Da hoch, ja? Was ist denn los da? Hallo? Junge? Ha. Wir werden in diesem Let's Play auch übrigens sehen, ob ich wirklich mit der Kamera, mit der neuen Kameraperspektive Probleme haben werde, Mann. Junge? Junge? Jetzt machen wir keinen Witz hier. Meine Güte. Boah. Mach uns doch nicht das Leben schwer. Drecksack. Naja, es ist geschafft. Wir können runtergehen. Wir können in den Stern springen. War der hier? Nö, der war gar nicht hier. Naja, ist egal. Die Freunde. Crazy. Sterne haben wir bekommen. So muss das sein. So, haben wir hier noch was zu tun? Nee, das scheint komplett zu sein, ne? 7 Sterne. Easy. Ja, dann lass uns trotzdem mal kurz zu Peach gehen. Vielleicht hat sie ja trotzdem was für uns. Was ist denn los? Sag an. Der Mond kommt immer näher und näher. Wir müssen die Sternenkraft nutzen, um, naja, dagegen zu wirken. Was für ein... Ach, das war ein Mond? Wo ist denn der? Hä? Also ich habe in der... Hallo, ist ja gut jetzt. Wir haben ja im letzten Part gesehen, gegen Ende des letzten Parts, dass da oben ein Mond war. Jawohl. Aber der ist weg. Ja, dann ist mir das egal. Auf wen haben wir denn da? Yoshi! Hi! Hey Mario, ich kam her, um mir etwas leckeres Zeug zu schnappen. Und zwar aus Yoshi's Island. Ja, kannst du mir helfen, sie zu finden? Steck's einfach nur in diesen Korb da. Aber deswegen ist der Korb da, ich hätte mir das schon denken können. Also ganz ehrlich, Mann, man kann sagen, was man will, aber ich glaube, Case hat sich hier so ein bisschen sehr an Super Mario Sunshine orientiert. Muss jetzt nicht Schlechtes sein, ich habe jetzt das auch nicht irgendwie verteufeln wollen. Im Gegenteil, ist ganz gut, ja? Dass man sowas hier reinbringt. Richtig gut. Spiky Stones aus dem Stone Snake Shatters. Ah. Hi. Warum auch immer man auf das Zelt abzielt, aber okay. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Sieht aber auch krass aus, ne? Das ist auch wieder eine schöne... Krasse Welt, Musik auf jeden Fall, atmosphärisch. Auch hier, guckt euch mal den Weg hier an. Diese fetten Pflastersteine, die hier rausragen. Wie cool ist das denn? Ja, ist schon cool. So, was ist das jetzt für eine... Angelegenheit, okay. Weiß ich nicht, ist mir erstmal egal. Wir gehen, ich denke, jetzt erstmal zum Zelt. Und gucken, was da so alles Schönes drin ist. Jawohl. Hi. Hi, habe ich gesagt. Hey, du. Es ist gefährlich, hier rauszugehen. Ich bin ein Wissenschaftler und ich wollte, naja, diese Schlangenstatue und, ja, inspizieren. Naja, diese Steine werden quasi immer stachelig, wenn man sich ihnen nähert. Und, naja, diese Statue könnte ein Geheimnis beinhalten. Hey! Wenn du mir helfen kannst, diese Steine loszuwerden, dann habe ich eine glänzende Belohnung für dich. Wie kann ich die loswerden? Wir werden es rausfinden, liebe Freunde. Okay, einfach so da auf gut Glück reinzugehen, das bringt nichts. Ist hier vielleicht irgendwo ein Item, das wir nutzen können, weil so an sich können wir dagegen nichts machen, ne? Ehrlich gesagt... Deswegen lass mal erstmal in den Tempel gehen. Vielleicht ist da ja irgendeine Überraschung drin. Was ist das denn? Oh, was haben wir denn da? Okidoki. Wir haben einfach... Oh, okay. Aber man kann sie nur hier drin... Also man kann sie nur in dem Gebäude nutzen. Das ist ein bisschen schade. Aber ey, das war Dreck weg. Die alte Drecksau. Wie cool. Jetzt aber mal ehrlich, wie kann ich denn loswerden?
Hat das irgendwas mit der Statue zu tun? Egal, wie man es dreht und wendet, so, Egal, wo ich hingehe, die nähern sich mir und werden stachelig oder fahren ihre Stachel aus. Das ist ein bisschen dubios, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Guten Tag. Ja. Wir werden schon rausfinden, was da helfen könnte. Bin ich mal zuversichtlich, wa? Das sind nur Münzen, schade. Das muss doch hier irgendwie... Ach, guck mal, da oben. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob Dreck weg... Der alte Dreckspatz, die alte Drecksau, ob die uns dagegen irgendwie, ob die uns da helfen kann. Wir werden es rausfinden, liebe Freunde. Jawohl. Häng dich fest. Häng dich dran. Komm schon. Sehr schön. Also, erstmal natürlich ganz klar. Das Schild lesen. Ja. Diese Box beinhaltet Dreck weg. Und, naja, du kannst L nutzen, um sie zu verwenden. Und die sieht echt gut aus, ne? Muss man echt sagen. Wenn du quasi Schaden nimmst oder dieses Gebiet verlässt, wirst du das Power-Up verlieren. Und du kannst nur für eine bestimmte Zeit schweben. Ja, das ist quasi diese Schwebedüse, müsst ihr euch vorstellen, ja? Hm. Wenn du quasi in der Luft aufhörst zu hovern, zu spritzen, kannst du quasi erst wieder, wenn du auf dem Boden bist, soweit wieder das Feature nutzen. So. Ist das hier dreckig? Ja, es ist dreckig. Und was bringt das? Was bringt das? Vielleicht können wir ja irgendwie diese Viecher besiegen, wenn wir sie nass spritzen. Vielleicht ist das ja das Ziel. Oder wir müssen diese ganzen... Bringt nichts. Müssen wir die Schnecke... die Schnecke. Snake und Schnecke. Das hört immer, sich immer so gleich an, wisst ihr? Ja. Nö. Also ich gehe mal davon aus, wir müssen irgendwie diese ganzen dreckigen Male auf dem Boden irgendwie bereinigen oder sowas. Könnte auch eine Extraaufgabe sein, die jetzt nichts hiermit zu tun hat, aber ansonsten habe ich echt keinen Plan, Alter. Das ist das Problem, ja. Wo können diese ganzen Stellen denn sein? Ha. Wie kann ich hier loswerden? Hätte mir der Bob Omb Spacken mal einen Tipp gegeben, dann wüsste ich jetzt natürlich wieder mehr, aber... Natürlich nicht. Hallo? Pack dich da nicht fest. Aber es ist so cool, einfach. Einfach so. Dreck weg ist einfach hier drin. Das ist richtig cool. Ich habe mal Mario 64 DSX gesehen, wo man Dreck weg reingeholt hat. Aber hier. Das ist ja heftig. Das ist echt cool. Ich würde aber gerne wieder da hochgehen, wenn das geht. Komm schon. Komm. Oh, Mario. Kamera bitte einmal. Drecksau. Ich komme da nicht hoch. Ich schaff das nicht. Och, bitte. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben, ja? Was ist denn? Oder muss ich vielleicht da reinfliegen? Ist das das Ziel? Da oben ist auf jeden Fall... Block. Es kann sein, dass wir vielleicht in diese Schlangenstatue springen müssen. Oder schweben müssen, wie ihr wollt. Und was ist hier? Ist hier nichts? Sieht nicht danach aus. Okay, dann bin ich jetzt offiziell ratlos. Planlos. Denn ich bin bei dem Plan los. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann ich ihn loswerden? Die haben nur zeitlich, ne? Ah, okay. Die fahren nur zeitlich ihre Stacheln aus. Okay, dann ist ja gut. Aber schön, dass ich das mal nach einer halben Stunde gecheckt habe. Sehr schön. Wo sind die anderen? Haben die sich jetzt irgendwo rausgebackt oder so? Ich gehe wieder ins Gebäude rein und raus, vielleicht werden die dann irgendwie resettet, weil ich sehe sie jetzt gerade nicht. Meine lieben Freunde, ich wusste es. Also bye! Ja, aber ganz ehrlich, Mann. Ich dachte, die fahren kontinuierlich ihre Stacheln aus. Das kann ich ja nicht wissen. Ja? Also bitte. Blah.
Boah, Alter, das ist ja schon fast ein Handballwurf gewesen. Hätte nur noch ein Tor gefehlt und, ja. Alles andere wisst ihr ja schon. So, Frage des Tages ist nur, wo ist der Dritte? Oder gibt es keinen mehr und... Wir können eigentlich schon direkt losgehen zum Bob-Omb. Ich mach das mal, ja? Wir starten mal dahin. So. Hau raus. Wow, du hast sie endlich entfernt. Dankeschön. Hier ist eine Belohnung, hallo. Dankeschön. Der Stern sieht gleich aus. Und besonders, achte jetzt mal gleich auf den Übergang. Oh, das habt ihr jetzt schlecht gesehen, weil alles schwarz war, aber... Es gibt jetzt nicht mehr diesen Stern als Überblende, sondern es gibt jetzt, ich sage mal, Demat for the Daddy. Okay. Aha. Ah, okay, da ist überall Dreck. Okay, das ist cool. Dann wissen wir ja, was wir mit dem Dreckwerk hier anstellen können. Außer random rumdüsen. Zack. Nehmen. Fertig. Worauf wollte ich hinaus? Also als Überblende gibt es hier quasi das Peace-Zeichen von Mario. Ihr kennt es ja, wenn Mario ein Peace-Zeichen entsendet mit seinen Händen, ja. Und ganz wichtig, Peace-Zeichen statt Schießeisen, okay? Gut. Ist hier in der Box noch was? Nö. Da ist noch ein... Wunderdreckiger Punkt, ja. Gott. Diese Pyramide, Alter, die ist wirklich nicht leicht zu knacken, sage ich jetzt mal, ja. Das ist der nächste dreckige Dreckspatzpunkt hier. Eventuell nicht. Doch, da oben ist einer. Hör! Ob das jetzt alle waren? Nein, es ist irgendwo noch einer, der... Also ein Punkt, der gesäubert werden muss. Sehr cool. Aber auch die Performance von Dreckweg, die ist cool. Lässt sich leicht bedienen. Ist easy. Und auch, passt auch ein bisschen zu diesem Ort hier. Weil halt hier so manche dreckigen Sachen sind und da musst du hingehen und sauber machen. Ja. Was wir ja wie gesagt schon aus Super Mario Sunshine kennen, ja. Zack! Ah, sehr schön! Ich glaube, aber ein Stern, für einen Stern ist auf jeden Fall noch Zeit. Die Zeit werde ich mir nehmen. Definitiv. Trevi in the Temple. Oder Travel in the Temple. Ha, 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 ha. Ich glaube, der Tempel ist so groß, dass man da wirklich so mit Dreckweg nur vorankommt. Ne? Ich glaube, wenn man da wirklich Dreckweg verliert, dann ist man arm dran. Deswegen nehmen wir dich erstmal schön mit. Wir haben auch kein Limit oder so. Also wir können quasi wirklich so, wenn wir wollten, endlos. Bin ich richtig? Hallo? Oh, wo kommst du denn her? Oh, wie cool ist das denn? Einfach mal so eine Schnecken- oder Schlange. Was habe ich mit Schnecke? So eine Schlangeneisenbahn in der Luft. Richtig cool. Nee, worauf wollte ich hinaus? Wir können Dreckweg quasi immer unlimited nutzen, unbegrenzt. Ne? Das ist richtig cool. Ich glaube, wir müssen da hoch. Warte mal, ist das die Geistertempel-Musik aus Ocarina of Time? Aus Zelda Ocarina of Time? Oh mein Gott, ja. Wie cool ist das denn? Das klingt ja richtig cool. Passt ja auch wie Arsch auf Eimer, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das gab ja auch, glaube ich, im Geistertempel aus OOT. Schlangenstatue und das passt richtig gut. Also ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen dahin. Seht diese Kristalle, die hier manchmal auftauchen und die spawnen. Was soll das sein? Sieht zwar cool aus, aber ich check den Sinn dahinter jetzt nicht, ne? Hier ist mal ganz ehrlich gesorgt, ja. Okay, und... Hoch! Das schaffen wir dann wohl nicht. Schade. Ich dachte, man könnte da irgendwie hoch. Das geht auch. Vielleicht muss man 3 Sprünge machen, das kann sein.
Ich glaube, man sta- Oh, hi. Hi, hab ich gesagt. Weil man da auch hoch könnte, oder? Oder nicht? Kann sein, wir versuchen es gleich mal. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen gedacht, das wäre so ein Donkey Kong 64 Verschnitt von der Musik, aber nein, liebe Freunde. Höre doch mal richtig zu, es ist wirklich der Geistertempel. Jawohl. Vielleicht müssen wir aber auch echt hier hoch. Um dann darüber schweben zu können, wisst ihr? Würde, glaube ich, vom Platz her gehen. Aber ganz ehrlich, das sieht ja auch schon so aus, als könnte man da hoch. Und von aus kannst du ja nichts unternehmen, das ist das Problem. Ich flieg mal darüber. Bei, warte mal. Ach so, die Schlange, die steigt ja auch hoch. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist cool. Die Schlange, die, ich glaube, die ist so eine Art Aufzugmechanismus, ja. Auch nicht zu verachten. Dann frage ich aber, ob wir, weiß ich nicht, den ganzen Weg mit der Schlange hochfahren müssen. Das wäre ja auch, das hätte ja auch keinen Sinn gemacht, oder? Weil da kannst du ja das ganze Rumgespringen ersparen. Ja, ist ja auch nicht Sinn der Sache dann. Wir werden es rausfinden, jawohl. Kann man da hochgehen? Jetzt sind wir am gleichen Punkt wie eben auch. Ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Hm. Dubios, dubios. Und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt noch höher geht oder nicht. Na? Diese Kristalle, die sehen wirklich cool aus. Ne, wir sind, glaube ich, jetzt immer auf dem gleichen Stand. Ich glaube, wir sollten diesen Zug verlassen. Ach, du bist... Du bist eine Art Boss, oder was? Warte mal kurz, dann helfen wir mal kurz nach und machen dich kaputt. Wenn das das Ziel ist. Ich glaube, die wird immer schneller, kann das sein? Ich glaube, die wird immer schneller. Ist das das Ziel? Dann springen wir jetzt mal auf deinen Kopf, wenn wir das nicht eben schon gemacht haben und gucken mal, ob das irgendwas bringt. Bringt nichts. Hä? Check ich jetzt nicht. Aber wenn die Geräusche macht, dann... Na gut. Am Ende des Tages weiß man das halt eben nicht, ja. Es kann aber gut sein, dass wir vielleicht auf diese mittlere Plattform da kommen. Ja, das kann sein. Komm, wir probieren es mal aus. Will ich aber möglichst einen Dreisprung schaffen. Ja, du Sau! Ja, wunderbar. Ja, ich habe eben halt die Plattform hier angepeilt, aber das war viel zu hoch. Ja. Hallo, mein lieber Freund. Bombiana Jones. Ja, was geht, Abenteurer? Ich habe sehr interessante Neuigkeiten für dich. Naja, als ich hier hochkam, habe ich eine Stimme gehört, die gesagt hat, spring auf meinen Kopf und ich gebe dir einen Stern. Aber bitte, mach keine Stampfattacke auf mich, das tut weh. Ja? Ich denke, die Schnecke hat mit mir geredet. Aber naja. Ich bin eine zu ängstliche Katze, um das selber auszuprobieren oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ja, wir werden aber nicht die Schlange. Ah, jetzt hat sie auch unsere Höhe erreicht, ne? Das ist gewollt so, kann das sein? Nein, hoch, 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 hoch. Und dann ist noch die weitere Frage des Tages. Wir steigen mal auf dich drauf. Spring auf meinen Kopf. Ach, kann das? Ich weiß nicht so genau, was es zu bedeuten hat. Ich verstehe diese Schlange nicht. Tut mir sehr leid, aber ich bin zu doof, um das rauszufinden. Jawohl. So, hier drauf. Oh Gott, ich bin kurz davor runter. Ich war kurz davor runterzufallen. Ohne Witz. Da ist der Stern. Wunderbar. Jawohl, ob das jetzt der Stern war oder nicht, das bleibt ein Rätsel. Aber richtig coole Idee mit der Schlange, die... mit der Steinschlange, die hochfliegt und sowas. Travel in a Temple, das war der Stern, der so auch gewollt war. Ich würde sagen, ich beende den Part. Beim nächsten Mal gucken wir uns hier ein bisschen weiter um. Ihr wisst Bescheid. Haut rein. Ciao.